So, hallihallo. Da ist er mal wieder, euer Pinguin. So, da es mir wieder Diablo natürlich zerhauen hat, als ich es gerade anmachen wollte. Einen kleinen Moment und dann geht's weiter. So, da ist auch schon Diablo. Und es lädt. So, ich habe schon ein wenig weitergespielt. Mein Barbar hat mittlerweile Stufe 70 erreicht und ich bin im Paragon-Level natürlich auch schon einige Level. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie viele. Ihr werdet es ja gleich sehen. Paragon 44, wie ihr hier unten sehen könnt. Und mein Held, ja, er sieht ein wenig lustig aus. Ist es noch nicht der OP-Lord? Qual 2 sollte ich allein schaffen. Vorhin war ich mit einem Kollegen hier drin und es lief eigentlich ganz gut soweit. Dementsprechend einfach mal starten. Ich zeige mal, was so Neues hier dabei ist, was ich so weiterhin schon getan habe und was ich noch weiterhin tun werde. Da sind wir auch schon. Jetzt gehe ich erstmal Tyrael anquatschen. So, ich zeige euch einfach mal, was so tolles neu ist an dem Char, das Paragon-Level. Ich habe die jetzt erstmal so verteilt. Bewegungsgeschwindigkeit, dass ich mittlerweile 5% mehr habe. Und eine maximale Wut, warum auch immer die da ist. Sie ist halt einfach da. Natürlich, weil es ein offensiver Barbie ist. Soll er auch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit haben. Mittlerweile habe ich schon 11 Skills drauf. 2,2% Angriffsgeschwindigkeit. Das ist für mich persönlich total cool. Und wenn die voll sind, also dann mit Paragon 200 schieß mich tot, geht es dann auf wahrscheinlich kritische Trefferchance oder auf Ablenkzeit. Mal gucken. Das ist noch eine Weile bis hin. So, hier natürlich, was eine defensive Sache ist. Erstmal Lebensreck. 2300 live die Sekunde. Das ist ein bisschen was. Ja. So, und dann in dem Abenteuerbereich. Das habe ich gemacht. Ich habe da Life Leech reingehauen. Habe da jetzt 10 Punkte drin und habe einen Punkt in Flächenschaden drin. Weil von wie viel Schaden mache ich? Von meinem Schaden von 230.000, was manchmal meistens mehr ist, je nachdem, was ich für einen Hit gerade habe, sind das natürlich auch 23.000 Schaden, die einfach so noch auf die anderen Gegner überspringen. Daher echt cool, vor allem mit meinem Spin to Win mit dem Wirbelwind. Daher echt eine geniale Sache. So. Kommen wir mal zum Equip, was jetzt drin ist. Wir fangen mal oben an beim Kopf. Und der Kopf ist toll. Der ist so konzipiert für mich jetzt erstmal, dass die Werte scheißegal sind. Aber hier habt ihr so einen Diamanten halt drinne. Und der macht 37% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. Das ist einfach, damit ich endlich mal zu Equip komme, was auch ein bisschen gut ist. So, wie ihr hier sehen könnt, schon gleich bei den Schultern. Ja, momentan das Beste, was ich sozusagen für mich erstmal gefunden habe. Erhöht den Schaden von Erdrutsch. Ich glaube, den nutze ich gar nicht. Ja, und die Stufenanforderungen sind um 27 reduziert. Ist eigentlich ganz cool, aber ist mir Wurst, ich bin 70, also völlig Wurst. Was natürlich cool wäre, wenn ich noch einen zweiten Gegenstand hätte davon, weil reduziert die Abklingzeit von Erdbeben jedes Mal, wenn die Fertigkeit einen Gegner tötet, um 2 Sekunden. Gut, 2 Sekunden ist jetzt nicht gerade der Burner, aber es ist was. Kommen wir zum Amulett. Stärke Vitalität. Crit-Chance um 9% erhöht und Ressourcenkosten um 7% gesenkt. Ja, das mit den Ressourcenkosten, das ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Ja, es ist halt da. So, weiter geht's. Blitzwiderstand. Ja, getötete Gegner gewähren Erfahrung. Ja, völlig in Ordnung soweit. Fürs Erste. So, Brustschutz. Wieder Stärke, Vitalität, Widerstand. Ja, erhöht Schaden von wütender Ansturm. Ich glaube, den nutze ich auch nicht. Nein, nutze ich auch nicht. Wo ist das hin? Da.
Ja, genau. Noch ein Schadenspanzer, das heißt, dass jeder Gegner, der mich angreift, auch noch Schaden zurückgeworfen bekommt. Allein 2600 Schaden pro Treffer ist relativ lächerlich, aber es hilft. Und daher ist es auch in Ordnung. Handschuhe, ja, easy halt, ne? 600 Stärke, knappe 5000 Leben pro Treffer, Arkanwiderstand. Und was total episches, erhöht den Radius, in dem Gold- und Heilkugeln aufgesammelt werden, um 1 Meter. Wow. Habe ich hier natürlich gleich nochmal mit um 2 Meter. Und extra Giftwiderstand, Stärke, Vita, Trefferchance erhöht, die Crit-Chance und Leben pro Treffer. Leben pro Treffer ist immer ganz cool, wenn man angreift, kriegt man einfach schneller sein Leben wieder hoch. So, hier ist was Cooleres. 400 Stärke, 350 Vitalität, 88 Widerstand gegen alle Schadensarten und jetzt kommt's, plus 13% Leben. Und sekundär 11 maximale Wut, die es ja hier anzeigt. So. Leben 550.000. Davor waren es 307.000. So, hat man den schon? Ja, hat man. Dann ein Akkustein, legendärer Ring. Ja, ist noch völlig falsch. Gestattet, ist noch mit Geschick und Vitalität. Vitalität ist in Ordnung. Geschick brauche ich nicht. Regeneriert 7300 Leben pro Sekunde. Das ist schon für mich sehr praktisch, weil man bleibt einfach länger im Feld stehen. Blitze springen regelmäßig zwischen allen Trägern dieses Gegenstandes über und verursachen 1048% Waffenschaden. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, dass ich auch wirklich tatsächlich generell selbst diesen Schaden anrichte, oder ob noch ein Mitspieler von mir auch diesen Stein, Argus-Stein haben muss. Ich gehe davon aus, dass das so sein muss. So, mein anderer Ring ist Zusammenkunft der Elemente. 500 Stärke, Crit-Chance um 5 erhöht und Ressourcenkosten um 8% gesenkt. Pro getöteten Gegner 5000 Life. Ja, gut. Und dann halt noch was, was auch eher weniger für mich ist. Das ist erhöht den Schaden einer Schadensart 4 Sekunden lang um 181%. Effekt rotiert in Arkan, Kälte, Feuer, Heilig, Blitz, Physisch, Gift. Mir bringt immer ja nur das Physische was, weil das ist das Einzige, was ich mache. Aber gut, okay, das ist dann halt auch nicht schlecht. So, wenn man diesen Abteil dann hat, ist das halt auch in Ordnung. So, Beinschutz, Stärke, Vitalität, wieder Standard. Dann, was bei der Hose ganz cool ist, erhöht den Schaden von Raserei um 9%. Wieder natürlich nur für meine Barbie. Und Arkanwiderstand, mehr Gold von Gegnern. Ja, das Gold von Gegnern ist immer ganz cool, weil man schmeißt es ja immer zum Fenster raus. Stiefel wieder Stärke Vita. Regeneriert wieder die 4.500 Leben pro Sekunde. Und Speer der Urahn nutze ich wieder nicht. Also es ist nicht so, dass ich so haben will. Und der Arkanwiderstand. Das Speer der Urahn? Nee, das nutze ich nicht. Nein. Gut, dann hätten wir noch, ja, das, was mich am meisten nervt. die Waffe. Ich habe ein Zweihandschwert. Es ist legendärer Status. Auch Stufe 70 und alles. Ja, macht halt den Schaden. 971 Stärke, 1085 Vitalität und plus 17 zu Leben. Und alle Fertigkeiten sind um 9% reduziert. Ist eigentlich ganz cool. Für erstmal so. Aber, wie ihr sehen könnt, die Waffe macht gerade mal einen Schaden von 230.000. Es ist mir zu wenig, ich brauche was Besseres. Meine Zähigkeit, muss ich sagen, ist schon recht optimal so. Also eher fürs Erste mit der 7 Millionen. Und ansonsten gibt es noch die Erholung. So. Gut, was habe ich in der Zwischenzeit schon gemacht? Ich habe meine Handwerker schon mit auf die höchste Stufe gemacht. Weil mich mein normaler Schuft total genervt hat, habe ich mir jetzt die Verzauberin geholt. Die hat natürlich Equipment vom Feinsten, sie macht schon 127 Schaden.
was mal völlig für den Arsch ist, weil hier noch ein magischer Stab drin ist. Ringe hat sie ein paar drinne, ja. Einfach irgendwelche meine alten. Und ja, das ist glatt mal für die Verzauberin. Woo. Jedenfalls nicht gerade das OP-Zeug, aber ich habe echt keinen Bock mehr gehabt auf meinen Bogenschützen. Der war so langweilig auf Dauer. Und da ich ja eigentlich auch sonst alles gut wegzecke, war mir der völlig Wurst. So, jetzt machen wir das. Ach genau. Irgendwas fehlt noch. Damit man wirklich up to date ist. Ich bin derweil dabei. Wo ist er? Hier ist der Handwerker. Man kann bei dem Handwerker infernale Maschinen bauen. Dazu benötigt man halt diese tollen hier Sachen hier. Und von da drin. Also das ist, ich lese es einfach mal vor, kann mit anderen Schlüsseln kombiniert werden, um eine Maschine von infernaler Macht herzustellen. Befindet sich im Besitz von Odek, dem Schlüsselhüter, der sich in Akt 1 in den Feldern des Elends aufhält. Geht nur im Qualmodus. Und die Maschine öffnet ein Portal in das Reich des Chaos. Verwendet die infernale Maschine in dem in Neutristram versteckten verfluchten Domizil. Nur Qual. Wo das dann noch ist, weiß ich noch nicht, aber warum tue ich mir den ganzen Spaß an? Zum einen, ich will natürlich was zu tun haben, weil 70 ist erreicht, Paragon ist da. Und es gibt einen Hellfeuerring, auf gut Deutsch einen Höllenfeuerring. Dieser Höllenfeuerring ist accountgebunden. Er ist anwendbar auf Level 1. Und das Interessante daran ist, er bringt 45% Erfahrungsbonus. So. Ganz einfache Regel. Man nehme noch im Kopf einfach einen Stein, der Erfahrungsbonus macht. Nimm den Ring dazu und noch diverse andere Sachen. Haut das alles auf einen Char, der Level 1 ist. Geht dann. Achso, nee, dann gibt es noch was anderes. Es gibt noch einen Stein oder sonst was, was eine Waffe die Anforderung macht, jetzt seht ihr bei meiner Waffe, benötigt Stufe 70. Und es gibt einen Stein, der macht, dass wenn man den in die Waffe reinhaut, dass die Waffe dann die benötigte Stufe Level 1 hat. Hat man all das zusammen, kann man jetzt natürlich ganz gemütlich sich so eine OP-Waffe zusammenbasteln, dort alles reinschmeißen, bisschen an Rüstung für seinen Level 1-Char dazu hauen und einfach mal in Qual, was auch immer, Viecher one-hitten. Ganz einfache Logik, man ist sehr schnell ganz weit oben. Also, soweit ich es gelesen habe und erfahren habe von jemand, der das schon ausprobiert hat, kann man es schaffen innerhalb von ich glaube, man braucht nicht mal eine Stunde, um Level 70 zu sein. Und wenn das wirklich so ist, dann ist das natürlich richtig geil, weil dann kann ich mir die Chars, die ich haben will, einfach mal schnell auf 70 hochziehen, weil Paragon-Level ist bei allen ja eh gleich. Das läuft ja mit allen Chars mit rüber. Deswegen habe ich auch hauptsächlich erstmal wieder mich auf meinen Barbar versteift, damit ich mit denen einfach was machen kann und dann einfach meine anderen Chars extrem schnell hochziehen kann, um einfach dahingehend Zeit zu sparen. So, wir sind in Akt 2 und hier gibt es eine Händlerin. Ach, die ist es sogar. Krümelchen. Krümelchen hat sonstige Sache. So, Vorlage Höllenfeuerring. So, das ist nämlich der Ring. Lehrt den Juwelenschmied, wie er drei dämonische Körperteile zu einem Höllenfeuerring kombiniert. So, das sind die Dinger, die man halt mit den infernalischen Maschinen holen kann. Und es gibt zwei Sorten davon. Das ist der also der hier oben, der für 2 Millionen Gold. Das ist der Ring, den es nur gab von Diablo 3 Normal. Der Höllenfeuerring, der macht 35% EXP-Bonus, was natürlich auch schon geil ist. Und dieser Höllenfeuerring müsste der sein, der sogar 45% bringt. Und der bringt auch noch ganz andere nette Buffs. Ich habe ihn halt, wie gesagt, noch nicht und ich bin einfach dran am Arbeiten, dass ich den auch bekomme. Dementsprechend habt ihr ja gesehen, wir brauchten ein paar Schlüssel. Das sind die Schlüsselhüter. Wo ist er? Genau, ich habe jetzt den von Odek schon. Das ist der aus dem ersten Akt. Und ich kann euch einfach mal schnell kartentechnisch zeigen, wo der war. Akt 1, Neutristram und der ist in Felder der Elends. Ihr seht da immer so einen Schlüssel. Odek, der Schlüsselhüter. Von dem habe ich schon. Von den Schlüsselhütern bekommt er auch den Bauplan, dass er das machen dürft.
Und wo ist jetzt Akt 2? Also da bin ich ja jetzt gerade aktuell, warum ich auch immer noch da stehe, weiß ich nicht. Und hier ist zum Beispiel Sokar, der Schlüsselhüter. So, da ich vorhin schon den kompletten Run gemacht habe und nichts bekommen habe, einfach nochmal probieren. Ihr seht hier drüben auch immer die Quest dazu, die es hier gibt. Die hat nicht zwangsweise. Hier ist er ja schon, das ist ja mal geil. Das hat nicht immer zwangsweise was damit zu tun, dass ihr das machen müsst. Das mache ich zum Beispiel jetzt auch nicht, weil ich wirklich, wie gesagt, diesen ganzen blöden Schlüssel haben will. Und vor allem fetzt es einfach hier wieder Spin-to-Win-Technik. Wenn man dann ein bisschen Luck hat, dass man hier auch noch ein paar Items rausbekommt. Und ich hoffe einfach immer, dass ich einfach auch mal Items bekomme, mit denen ich auch tatsächlich was anfangen kann. Das ist gerade mein größtes Übel, weil ich einfach immer noch in ja, hier gleich mal noch was nebenbei öffnen. Weil ich immer noch hier in dem rumschweife, weil ich alleine nicht weiter höher spielen kann. Weil weiter oben ist natürlich mehr EXP und so weiter. Und das wäre schon ganz cool. Deswegen, ich nehme momentan auch einfach immer alles mit, weil ich will den Scheiß endlich fertig haben, dass ich hier auch mal Schaden mache. Also nicht bloß meine 200.000, sondern mal eine Million sozusagen per Hit. Das wäre schon mal echt nice. Aber dazu muss man halt erstmal das Equipment haben. Die Levelbegrenzung ist einfach nicht mehr existent, weil ich bin 70 und Paragon hat keine Begrenzung. Und wie man sieht, irgendwas Komisches. Meine Verzauberin, die greift da von da hinten an. Die macht ja eh fast keinen Schaden. Die wird auch jetzt gleich sterben, wenn die so weitermacht. Aber das soll ja mal nicht mein Problem sein. Ihr seht, noch ein so ein Angriff und die ist definitiv down. Jetzt wird sie gleich sterben. Oder doch nie, hat sie Glück gehabt. So, Schlüssel der Völlerei. Da ist der nächste. So, das Coole ist, man kriegt doch diese ganzen Vorlagen. Sehr cool, den nächsten Schlüssel. 2 von 4. Ich bin gerade echt begeistert. Also daher. Ach nee, nicht 2 von 4. Es sind mehr, glaube ich, die ich brauche. So, jetzt schau. Ja, nice. Oder auch nicht. Ja, nicht nice. Zwar Zähigkeit und Erholung erhöht, aber. Ihr seht hier, ich kann es leider so schlecht zeigen, diese orangenen kleinen Quadrate, die werden nicht berechnet bei der Schadensberechnung. Und Raserei, was mein normaler Angriff ist, erhöht ja den, hat 9% erhöhten Schaden. Daher werde ich das jetzt nicht tauschen. So, schauen wir mal, was das macht. Kritischer Trefferschaden um 34% erhöht. Das ist doch mal was. Gut, auf den Arkanwiderstand, darauf kann ich im Endeffekt verzichten, also nehme ich das auch. Die Leben pro Treffer, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Ich bin eher mehr so auf passiv regenerierend aus. Was macht das? Stärke, Vitalität. 86 gegen alle. Ja, und erhöht den Schaden. Nee, natürlich tausche ich das nicht. Weil 13% Leben hat mein Gürtel. So, jetzt haben wir. Wieder legendäres Handwerksmaterial, welches der Schlüssel ist, gefunden. Den kann ich jetzt ganz gemütlich hier mit dazu packen. Und ich habe gerade noch hier eine Vorlage makelloser königlicher Amethyst. Damit mein Schmied, meine Handwerk, meine Juwelierschmiedin, so heißt sie. Jetzt kann sie wieder was Neues lernen. Beziehungsweise mir meine Amethysten und sowas alles, oder ich weiß gar nicht, welches das jetzt war. Interessiert mich meistens gar nicht. Hauptsache, es hat, ich hab's da. So, bei Krümelchen können wir jetzt den ganzen Crap erstmal. Ich verkaufe den jetzt einfach. Ich brauche ein bisschen Geld. Wenn ich Qual 6 wäre und dort auch was aushalten würde, wäre das alles nicht das Thema. Dann könnte ich schon ein bisschen weiter was machen. So, wie ihr sehen könnt, dadurch ist jetzt mein Schaden auf 250.000. Also es geht stetig vorwärts, meine Zähigkeit hat ein bisschen nachgelassen, aber es stört mich nicht. Weil davon habe ich ja echt wirklich schon recht viel.
Jetzt muss ich noch mal was nachschauen, denn ich glaube, für jede infernalische Maschine. Wo sind sie hin? Genau, der Völlerei. Ich brauche für jede Maschine von jedem einen Schlüssel. Ist natürlich echt cool. Und ich brauche die 5 Millionen, um halt erstmal, weil ich möchte natürlich, ich bin ja ehrgeizig und gierig, dann will ich auch diesen Höllenfeuerring haben, den für 5 Millionen. Und nicht den kleinen. Wenn, dann machen wir das ja schon richtig hier. Dementsprechend gehen wir doch einfach zum nächsten Schlüsselträger. Es ging natürlich jetzt echt schnell, muss ich sagen. In der Bastion. Da ist auf einer richtig beschissenen Ebene Xarit, der Schlüsselhüter. Den habe ich vorhin schon mal gelegt. Mit meinem Kollegen, da hat er leider nichts gedroppt. Aber wir schauen mal, ob ich ihn jetzt finde. Die Gegend hier ist echt bescheiden gemacht. Schrein der Stärkung. Und wen haben wir hier? Dragus. Okay, Dragus ist ein toller Gegner. Den machen wir auch kaputt. Und wie ihr seht, ja, der steht alleine. Kann ich auch anders angreifen. Ich weiß gar nicht, ich sehe gerade gar nicht, wie viel Schaden ich dem mache. Naja, jedenfalls so, dass es reicht. Das ist schon mal was. Ich glaube, ich habe das Problem, dass er Schadensreflexion hat. Das ist natürlich echt doof. Naja, ist er gleich tot. So, und ich habe mittlerweile auch eingestellt, dass man die Live-Balken sieht. Und wie man sieht, er hat 110 Millionen. Und er hatte sie bis gerade eben. Und hat auch wahrscheinlich wieder nichts Sinnvolles gedroppt. Nee, für mich jedenfalls nicht. Ja, kritische Trefferchance bloß um 9% erhöht. Mein anderer macht so 34. Okay, gut, dann halt weitergehen. CreepX hat Dragus getötet. Ja, es ist doch schön. Ich hätte natürlich. Also wenn es jetzt natürlich so laufen würde, dass ich gleich wieder einen Schlüsselträger finde, das wäre echt geil. Aber es wird wahrscheinlich nicht so. Ich weiß nicht, so langsam habe ich das Gefühl, dass ich selbst auch gemütlich in Qual 3 gehen kann. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee schon wäre. Hier, ja, wie geil ist das denn? Es geht ja ab wie geschmiert hier. Da ist er schon. Ah. Oh. Ja, nee, Eis ist jetzt nur wirklich nie mein Freund. So, jetzt hat der natürlich wieder irgendwelche Viecher hier rangeholt. Ja, das bin ich ja total begeistert von. Muss ich hier erstmal ein bisschen beiseite räumen. Wenn ich es überhaupt noch schaffe. Okay, so viel zu Qual 3 gehen. Das ist echt. Oh, nee. Oh. Wo sind die denn? Hier. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier diese ganzen blöden Viecher kaputt kriege. Also vor allem auch die. Der jetzt gerade schon wieder da wegrennt. Da er ja die Viecher hier wiederbelebt. Und das mag ich gerade überhaupt nie. Mich könnte er immer wiederbeleben. Das wäre cool. So, wollen wir die dann? Ach, hier ist noch ein Goldener dazwischen. Na, das ist ja auch cool. Ah. Ah, ich bin schwer verletzt. Müssen wir uns einfach mal ein bisschen zurückziehen wieder. Gut, deswegen habe ich hier auch das Gift da. Das ist natürlich auch doof.
Ich hoffe, dass das hier ordentlich gerade mal reinsägt hier. So, jetzt bin ich schon erstmal die Viecher los. So, komischerweise ist jetzt der Schlüsselträger weiter weg, aber es ist in Ordnung, dann kann ich den hier ganz in Ruhe kaputt hauen. Ja, oder er schubst mich erstmal weg. Jetzt rennt er wieder weg, kann nicht sein. So, zerstört. So. Gucken wir mal, was er so gedroppt hat. Crap. Keine Werteverbesserung oder sonst was. Jetzt können wir wieder hier zu dem anderen tollen Typen gehen, der denkt, er ist immer noch der Pro. Naja, jedenfalls kann er sich verdoppeln. Springt jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen. Aber er denkt halt, er macht's damit. Er macht das so mit diesem hohen Angriff hier. Wo ist er? Nee, der ist es nicht. Wo ist er denn? Ah, hier ist er. Dadurch, dass man jetzt diese Live-Dinger drüber hat, sieht man halt immer gleich, wer es ist. Aber... Also hier ist er auch direkt. Ich habe das Problem, dass ich jetzt erstmal was zum Heilen brauche. Und jetzt kann ich hier wieder drauf knüppeln. Jetzt hat er sich wieder so breit gemacht und wieder das Ding machen. Ich hoffe... Ja, okay. Er hat sich wieder weggeportet. Jetzt ist er gleich tot. Er hat nichts gedroppt, also nichts, jetzt so ein Schlüssel. Was hat er da gedroppt? Eine seltene Axt, die ist mir zu schwach. Genau dasselbe Schema und das genauso. So, dementsprechend ist hier der im dritten Akt er zerstört worden und ich gehe in den vierten. Da gibt es noch einen Schlüsselträger. Ich kann es ja mal kurz zeigen, im fünften gibt es keinen. Deswegen in den vierten. Da ist Nicarad. Und meist ist das auch natürlich immer gleich mit einer Quest verbunden. Hier ist zum Beispiel gerade eine richtig coole Quest, die hat man vorhin auch. Die fetzt, die ist tötet Gegner auf der zweiten Ebene der Gärten der Hoffnung. 0 von 50. So, ich muss 50 Gegner töten. Muss dann nebenbei noch den Error töten. Und ich will ja auch noch Nicarad töten. Also es ist eigentlich eine ganz coole Sache jetzt hier gerade bei dem Gebiet. Das nimmt sich halt immer nebenbei mit, weil man einfach auch noch die normalen Standard-EXP sowieso bekommt. Weil ehe man den gefunden hat, hat man meistens die 50 Viecher kaputt gehauen. So, das nehme ich auch immer mit, weil ich glaube, es zählt als Monster, genau. Ein Engel. Man kann auch immer eine... Also ich mach's gerne, ich gehe immer noch ein bisschen zusammen. Dann lohnt sich das, wenn man auch mal angreifen kann. Weil dann durchs AOE ist es einfach... Fallen die hier um wie, weiß ich nie was. Dann gibt's trotzdem hier noch so kleine Ganoven, die einfach denken, die dürfen. So, was habe ich jetzt? Erfolg, alles was glänzt. Eine Bannerverzerrung bekommen. Warum denn überhaupt? Ah, irgendwie wahrscheinlich eine gewisse Goldmenge gesammelt. So, vorhin sind wir hier lang gegangen, das mache ich jetzt auch wieder. Einfach mal gucken, ob er vielleicht doch wieder hier drüben ist. Weil hier war in der vorherigen Runde auch der Gegner, den wir töten sollten. So, Kritz mit 2,3 Millionen. So ist das echt nice. So, gut. Hier ist er jetzt anscheinend nicht, aber okay. Hier gibt es einen Waffenständer. Also Waffenständer ist auch cool.
Manchmal bringt es halt was, manchmal nicht. Das ist immer so eine Sache. Ja, im One-on-One ist die Barbie eigentlich echt gut. Tötungsschöpfung, irre. Mal schauen, was das macht. So, gucken wir doch mal direkt. Tötungsschöpfung des Hexendoktor. Okay, geklärt, nicht für uns. So, aller Spin to the Win. Es passiert uns ja dadurch nicht viel, dass wir durch Spin einfach wieder EXP, was heißt EXP? Wir kriegen da Life wieder. Daher passiert da echt nicht viel. Oh, krasse Sache. Plan, geheiligte Wehr, Schmiedeplan. Wer das legendäre Set geheiligte Wehr anfertigt. Das müssen wir uns nachher direkt mal anschauen. Das bringen wir nachher einfach wieder den Schmied bei und dann schauen mal, ob ich damit auch was anfangen kann. Ob das generell Grundwerte hat, die in Ordnung sind. Aber ich gehe davon aus, dass das ein 70er-Set ist. Dass ich dann eventuell tatsächlich wirklich mal aus meinem Murks-Equipment was richtig Cooles draus machen kann. Das wäre richtig geil. Wo am besten noch eine Waffe drin ist. Das wäre schon eine richtig schöne Sache, muss ich sagen. So, wieder das Erdbeben angeschmissen, Paragon 45 bekommen. Und dann natürlich auch gleich mal mit P drücken. Wo kriegen wir den Punkt auf Basis? Basis ist gerade das Sinnloseste, was ich will, aber also ich könnte auch Vitalität und Stärke machen. Das ist eine coole Sache. Aber ich möchte natürlich auch die anderen Sachen hier fertig haben. Und da ich manchmal sehr, sehr faul bin, nehme ich das auf die Bewegungsgeschwindigkeit, um einfach die Möglichkeit zu haben, manchmal, wenn ich gerade ganz, 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 wirklich ganz, ganz faul bin, dass ich dann einfach durchrenne zu dem Gegner, den umklatsche, den ich will, und dann hat sich die Sache. Und es geht schneller. Also nicht der Angriff, aber man läuft schneller. Wieder gestunt von diesen blöden Viechern hier. Boah, die Nerven. So, jetzt dann ich die. Umgedreht. Aus diesen großen Viechern droppt immer noch so ein kleines Viech. Ja, genau, auch kaputt gemacht. So, jetzt seht ihr hier den Pfeil. Jetzt bringt es mich wahrscheinlich schon zu Error. Das finde ich echt cool, weil ich brauche den jetzt nicht suchen. Wir machen hier nochmal kurz das Erdbeben an, damit das hier gerade mal schneller geht. Wäre cool, wenn der Gegner jetzt hier ohne Ränge rankommt, aber irgendwie. Ah, jetzt ja doch noch. So, gesmashed. Noch cooler wäre es, wenn jetzt auch noch hier der Schlüsselwächter wäre. Aber man kann ja nicht alles haben. Hey, wake up. So, ich wurde angestupst. Das ist natürlich auch sehr praktisch. So, ich schau mal kurz nach und lass mich zurückporten. Microphone Sound activated. Hallo Felix. Hallo. Nur als Info, ich streame gerade. Was spielst du denn? Diablo 3 streame ich gerade. Nicht, dass du dich wunderst, was ich hier so Tolles erzähle. Und ich bin natürlich wieder auf Jagd nach Schlüssel. Ah, soll ich dich joinen? Ja, wenn du möchtest, kannst du mir gerne mit dazukommen. Dann auch am besten jetzt gleich, weil das Quest, was ich jetzt gerade habe, das ist gleich fertig.
Na ja, gut, ich muss erst Battle.net einloggen. Na, wenn ich es schaffe, komme ich mit rein. Na, ich kann gerade noch warten. Also mir zeigt es den Gegner gerade an, da warte ich kurz. Jo, also eine Minute. Oh, nee, da. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich habe gerade einen Spieleplan gefunden. Ein Set-Schmiedeplan. Ich hab einen Schmiedeplan für ein komplettes Set. Das Set ist aber ja sinnlos. Ich habe aber schon zwei Teile gebaut. Ah, okay. Also ich hoffe, dass meins nicht sinnlos ist. Ich würde mich freuen, wenn das cool ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Robin hatte ja gesagt, dass die Sets hier ja doch ein bisschen eine höhere Wertigkeit haben. Ich will auch was machen. Ich will das komplette Set bauen und dann werde ich gucken, was rauskommt am Ende. Geheiligter Keil ist eine Axt. Okay. Dazu ist ein Kreuzritterschmiedeplan, aber... Das ist auch bloß wieder 100 Widerstand gegen alle Schadensarten. Geheiligte Barrikade, wo ist die? Das zeigt es mir als nützlichste noch nicht mal an. Mächtige Waffe? Wieso habe ich denn die jetzt... Achso, warte mal. Hier gibt es noch eine andere Waffe. Ah, okay, Einhandbarbar. Und was ist das? 461? Kann ich die bauen? Ja, bauen kann ich so. Das oder das andere? Was ist denn das? Ich hab jetzt auch Qual 1 nochmal Quests gemacht. Ja, bist du durchgekommen? Qual 1 kein Problem. Okay. Muss ich mir mal alle anzeigen. Geheiligter Sturm, was ist das? Auch eine Axt. Ja, okay, die ist ja scheiße hier. Die ist ja schwach. Geheiligte Hand, was ist das für ein Mönch? Griff ist auch ein Mönch. Hand, Armbrust, nee, das braucht man auch nicht. Abrechnung, heftige Waffe, Baba. Achso, das ist das, wo ich gerade bin. Ja. Geheiligtes Zepter. Ja, für einen Zauberer ist das bestimmt cool. Jetzt zweimal geheiligtes Zepter. Achso, immer die starke Version. Gut, jetzt machen wir mal wieder hier auf Nützlichste, weil das ist das Nützlichste schon. Und wie viele Zuschauer hast du im Stream? Keine Ahnung. Mich? Hihi. Also, kein. Kein. Ey, du bist wieder raus. Nö. Doch, bei mir steht da, du bist wieder raus. So, jetzt baue ich mir mal die geheiligte Nemesis, was auch immer das ist. Also, ich lade gerade rein noch. Treten Sie nicht. Okay. Es ist natürlich... Gewährt 800 pro verbrauchter Wut, reduziert alle Ressourcenkosten, 10 maximale Wut und 100. Und wenn ich mir das einfach nochmal baue? Ach nee, warte mal, wir können ja erstmal in die Rüstung gehen. Das hatte ich vorhin schon mal, das erste Mal, wo ich eingeloggt habe, da hat es irgendwie mich vom Netzwerk getrennt. So, wir bauen mal das und dann checken wir das mal, wie das aussieht. So, oh, schon wieder fast ein halbes Level. Nicht Paragon 50. Ja, scheiß Schaden, würde ich sagen. Was ein Rotz. Kann ich die Waffe nochmal bauen? Bringt die das dann was? Ach, Qual 2 spielst du. Ja, Qual 2 bin ich drin. Heiligschaden oder? Also Qual 1 wirklich war nicht so das Problem. Auch was mit meinem Typen zusammen. Der macht dort auch gut Damage. Hilft mir auch gut. Ich habe ja einen Templer bei. Ja, okay. Einhand Barbar und normal Einhand. Achso, kann ich nicht bauen. Scheiße. Fehlen mir wiederverwertbare Teile. So ein Dreck. Ja, gut, okay. Dann hat mir das Set jetzt nichts gebracht. Wie lange musst du morgen arbeiten? Naja, ich kann ja frei entscheiden, ne? Bis 16:15. So, ja. Ah, ist das böse, ey. Dein Banner sehe ich. Ja, jetzt bist du auch online, also bei mir ist jetzt alles so dahingehend gut. Ja, also ich bin noch nicht richtig, also fast, also irgendwie leckt es ein bisschen. So, oder jetzt bin ich da. So, wo okay. Bist du? Ich stehe jetzt gerade im Dorf, aber ich gehe jetzt mal durch. Ziel. Wo bin ich? Zitadelle der Bastion. Akt 3 bin ich drin. Vielleicht teleportiere mich zu dir.
Warte. Jetzt kannst du. Ja, ich bin unterwegs. Meine Waffe ist echt witzig mit dem Geboten ändern, das fetzt manchmal, wenn dann. Doch, da. Ja, das ist bei dir echt cool, ja. Weil, dann, wenn dann auch hier dieses Barrier-Gebot reinkommt, hier mit Lebensregeneration, macht er dann erstmal für 10 Sekunden eine Barriere, wo ich keinen Schaden erleide. Das ist Das geil, ist nicht schlecht. bist im Bossfight, hab immer zack, gewechselt. Ja. Hast du das für 60 Sekunden Lebensregeneration, zack, als nächstes kommt, So, mach ich wo stehst quasi denn du? Ach so, dich zeigt's bei mir noch nie an. doppelt. Ah, jetzt so. Jetzt bin ich da. Ey, du hast jetzt ganz schön viel Life mittlerweile. Jo, So, jetzt müssen wir mal 553.000. gucken, Bittet Error. genau. Tötet Error und wegen Error bin ich eigentlich nicht hier, aber ergibt sich ja, wenn man gleich hier ist. Ja. Ich will ja hier wieder den Schlüsseltypen kaputt Oh machen. Gott, war gerade noch übelst bei mir, also irgendwie habe ich bin noch nicht richtig reingeladen. Ich habe glaube noch ein paar Sekunden. Dann, oh, weil jetzt geht's. Ja, gut, okay. So, warte mal, hier hat es mir was gedroppt. So, ich weiß es bloß nie. Noch, da Denk, muss du es hier warst schon oben. bei dem? Hä, das ist irgendwo nach links noch weiter, aber. Warte mal, da muss es hier unten lang gehen. Nee, ich war bei Error noch. Es hat mir bloß den Pfeil angezeigt, aber. Achso. Es kann nur hier Ja, weil ich lang gerade gehen. irgendwo was blinken gesehen hatte. Wo ich reinkam, so ganz Oh, kurz. hier ist erstmal Ah, ein jetzt habe ich Nekarat. Schlüssel wieder. Wegen dem bin ich eigentlich hier. Das weiß ich. Ah, und ich bin wieder Dieser hier. dämliche Stun hier. Ah ja. Ach. So, Nekarat ist ja dann das kleinste Problem. Wie man sieht, ist die Hälfte, schon wieder die Hälfte fast down bei dem. Wenn er mich nie immer wegschubsen würde. Mich auch, ja. Na. Schön in die Ecke treiben oder in die Ecke treiben lassen, das geht natürlich auch. Na, er hat jetzt meinen. Eine Ulti drauf. Ah, und er schubst mich wieder weg. Na klar, komm. Tu mal wieder Stun. So, gerade Hits mit 2,4 Millionen, das ist doch ordentlich. Mit wie viel Crit ist da? Mit 2,4 Millionen. Okay, dann streng dich mal noch ein bisschen an. Wieso? 3,8. Ja, möchte sein. Du machst ja auch, hast auch eine viel bessere Waffe als ich. Ich habe keinen Schlüssel bekommen. Nein, keinen Schlüssel. Den würden wir, glaube ich, beide bekommen, wenn er da wäre. Ich weiß. Aber wir Wo gucken ist trotzdem es? mal nach, was wir Tolles so bekommen haben. Bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts. Gut, weiter geht's. Ja, bringt alles nichts. Oder mal off hier, ich gucke gerade. Aber wir kriegen gute Erfahrungen wieder. Ja, ist völlig in Ordnung. So, mal gucken, ob wir hier weitergehen können. Ja, hier sieht so aus, als ob er hier ist. Vor allem übelst geil vorhin. Ist ja jetzt schon mein. Ich habe jetzt vorhin erst angefangen. Ist mein. Ich weiß gar nicht. Mein zweiter oder dritter Schlüsselgegner schon, weil ich habe vorhin gleich die Bäden, die waren gleich relativ am Anfang. Ja, wenn du Beziehungsweise die in Quest nicht direkt machen Portalnähe. willst. Bring noch ein bisschen was mit. Ja, immer bring mit. Ich mag auch goldene, also. Weil die macht man ja nebenbei. Ich heile mich komplett gegen, ey. Oh, kann man damit was anfangen? Ne, lächerlich. Hast du? Oh, Beine oder hier. irgendwas auch? Wie viel K Life? 97 Millionen Life haben sie. Geht ja noch.
Achso, das wollten wir noch einstellen, ne? Ach ja, stimmt, das wollten wir dir noch einstellen, dass du das auch siehst. So. Gab's denn irgendwas Cooles? Nee. Also einstellen, du wolltest es noch. Genau. Du gehst mal auf Escape, dann Option. Ja. So, jetzt muss ich bloß mal schnell schauen. Im Gameplay, oder? Ja, eigentlich Gameplay, genau. Interface? So, beim... Ich habe noch Tutorials-Anzeigen an, das ist ja cool, das mache ich gleich mal raus. Schadensanzahl? Nee. Also ich habe bei HUD auf alle Haken... Ah, Zahlen auf Lebensbalken. Genau, ich habe dort alle Haken drin. Außer Gegenstandsbilder anzeigen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, genau. Genau, anwenden, dann okay, und dann... Oh, da, jetzt habe ich auch einen Pfeil. Genau. Ach, über den, ja. Und das Coole ist, du siehst halt auch so kleine rote Live-Balken von denen. Ja. Du hast deinen eigenen grünen Live-Balken... Ach, nee, doch, nie hin. Du siehst nur bei mir den grünen Live-Balken. Ich sehe deinen mit 630.000 Leben. Genau. Hast noch ein bisschen mehr als ich. Na, ich habe noch 70.000 mehr, ja. So, hier kommt... Oh. Eieiei. Also er sieht jedenfalls groß aus, aber es sieht so aus, als ob der gleich tot ist. Ja, der fällt schnell. Der fällt wirklich schnell. Ich mache erstmal schnell die zwei anderen hier. Ja, ich tue hier... Den Dicken. Wenn ich mal nicht gestunt bin, mache ich das auch. Oh, Arkan. Ja, hat schon die Hälfte weg. Beschissen Arkan. Geht auf Link. Ja, die Arkan-Dinger sind doof, aber der Widerstand auf Arkan lohnt sich einfach nicht. Hä? So Widerstände auf Arkan zu machen lohnt sich einfach nicht. Nee. So, dieser Error. Ich weiß gar nicht, wie viel hat er denn? Ne, Brecher der silbernen Stadt? Ne, das war er ja gar nicht. Era hat 178 Millionen. Ah, ich weiß. Jetzt aber nur noch 6 Millionen in Kritten. Ja, ah, nix mehr. Ich hoffe, dass das mal was gebracht hat hier, aber... Ach, hier ist auch noch ein kleines Vieh. Gar nicht gesehen. Bleibe hier. So, jetzt haben wir ein Item bekommen. Mal gucken, was das macht. Das macht nichts. Nichts. Wie immer. So, Schlüsselwächter ist kaputt. Jetzt muss ich gleich überlegen, wo habe ich noch einen Schlüsselwächter übrig. Ach ja, Akt 1 können wir ja auch noch den machen. Ja, also weil wir brauchen jeden Schlüssel viermal. Also es ist der Schlüssel mit ordentlich Arbeit verbunden. Man braucht jeden Schlüssel viermal. Ja, du musst in vier Portale rein, ja. Und für jedes Portal. Na, du brauchst für jedes Portal. Für jedes Portal brauchst du viermal die verschiedenen Schlüssel. So. Dann kannst du aber auch nur ein Portal aufmachen. Man muss aber in vier verschiedene Portale rein. Weil du aus jedem was holen musst. Lebensbalken hier. Ja, aber es ist für mich ist es dahingehend optimal, dass ich gucken kann, wo ich mit meinem Wirbelwind hin muss, damit ich gleich ihn umnatzen kann. Weil ich brauche nicht, ich sehe halt gleich, wer fast tot ist. Und kann halt da, das Praktische ist halt wirklich, ich kann auch sehen, wie meine Mitspieler sind. Um halt besser zu schützen, wenn irgendwas ist. Hier haben wir erstmal einen Baum. Ach, da kommt tatsächlich wirklich noch ein Baum. Das Waldwesen. 36 Millionen und zack, 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 wie es runtergeht. Ja.
Wir haben ihn nicht richtig rauskommen lassen. Ich mein Himmelsfaust hat nicht getroffen. Oh, Erfahrung. Ja, nehmen wir doch gerne, oder? Ach, diese Spiegeldinger, die sind so cool. So, die wilden Bestien machen ja mittlerweile auch nicht mehr so viel Schaden, das ist echt cool. Nee. Was heißt nicht mehr so viel Schaden? Man kriegt's halt einfach mal schneller tot. Ja. Und gelb erscheint quasi nur mein Crit-Schaden. Genau. Ah, das sehe ich weiß, was ich definitiv immer einen Schaden mache. Ja, ist auch noch unterschiedlich, also. Naja, die haben ja auch Rüstung, ist ja klar. Genau. Oh, geil. Also? Legendärer Schulterschutz. Ich hab nichts. Aber mal gucken, ob er. Nee, es ist ja, wie gesagt, Loot ist ja immer unterschiedlich. Cool. Wenn ihr getroffen werdet, besteht eine Chance von 30%, einen Dolchfächer auszulösen, der 750 bis 950% Waffenschaden verursacht. Nice. Das einzige, was jetzt nicht, was das bei mir minus macht, ist die Zähigkeit. Aber meine Abklingzeiten werden reduziert. Ich habe eine Chance, bei Treffern 11% Flächenschaden zu verursachen. Und dementsprechend ist mein Set-Gegenstand erstmal außen vor. Sehr schön. Das ist doch mal ein Gegenstand, mit dem kann ich leben. Das mit dem, Dolchfächer ist natürlich echt praktisch. Das bedeutet was? Dass es, wenn ich angegriffen werde, zu einer gewissen Chance Dolche wegschmeißt. Und halt 750% Schaden macht. Ja. Das ist ordentlich. Oh, ich hab gleich mein Level up. Paragon 50! Vielleicht auch ein Meilenstein. Wahrscheinlich. Hast du gesehen, hat die, das, was sie für ein, was ja, das für einen Schaden macht? Hier, warte, ich kann stehen bleiben. Das ist geil. Das ist echt episch. Also. Ja. Es ist so geil, ich kann tatsächlich stehen bleiben. Ist das cool. Das Vieh kriegt aber auch mehr Damage als, ich von ihm. Das ist echt cool mit dem Ding. Das ist ja total nice. Jetzt müssen wir das natürlich gucken. Da sind sie umgefallen. Das ist geil. Wie ist das da wieder weggeplatzt? Also bei himmlische Faust Minimumschaden sind 1,4 Millionen. Himmlische Faust? Na, bei meiner. Bam, da. Ach so, ja, okay.
Oh, hier gehe ich gerne rein. Aber ich gebe dir mal ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit. Guck mal, ich mache nichts, ich kann stehen bleiben. Dadurch, dass das das ab und an immer mal auslöst, tut es bei mir auch live regenerieren. Ja. Das ist ja so hart, ey. Wo der dusselige Schlüsselwächter wieder rumkriecht. Ja, wer weiß, wo der wieder rumgammelt. Letztens war er ja ganz... Hier ist er. Der ist, glaube ich, immer hier unten. Ey, ich hab ihn schon mal oben gehabt. Mist. Wenn der ihn immer so weit wegschmeißen würde, ey. Und dadurch slowen würde, dann wäre das ja übelst einfach. Du kommst nicht weg. So, jetzt ist er gleich down. Ja. Na, gab nix. Also irgendwas Legendaries habe ich bekommen. Oh cool. Na, bei mir gab's nix. Ah nee, doch nicht. Sah bloß so aus. Ach, guck mal hier, also, wir sind blaue. Na dann, lass mal kloppen. Oh, nice. Aua, warum gehen alle auf mich? Das fragt mich auch gerade, warum die auf einmal weg waren bei mir. Na, die haben die größeren Feinde erkannt. Naja. Die haben wohl erkannt, dass wir bei mir nichts machen können. Das ist auch möglich, aber. Naja, egal, zusammen hauen wir die eher eh übelst um. Scharan 46. Auch schon eine bisschen behinderte Kombi, oder? Ja, ist übelst krank. Barbar und Kreuzritter. Halt, im Endeffekt zwei Damage-Spieler, ne? Damage, aber auch die beiden dicksten Tanks, die du haben kannst. Na gut, Mönch ist, glaube ich, das höchste, oder? Na, Mönch ist ja eigentlich kein Tank, oder? Ja, der hielt sich halt wie bekloppt. Aber drückt halt mal null Damage. So, mal ins Inventar gucken. Ich hab nichts bekommen. Ich auch nie. Ich guck mal schon auf der Map rum, aber eigentlich haben wir alles. Ja. Alle Schlüssel. Ich glaub, die kann ich mir einen Haufen Paragon-Punkte vergeben. Ja, offensiv. Kommt kritische Trefferschaden. Abenteuer kommt. Gold. Was ist denn das eigentlich im Chat immer so ein komisches Zeug? Was? Das ist Spam oder was? Ja. Ist halt ein kleiner Weltchat, ne, für unseren Bereich gerade, wo wir halt drin sind. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Entweder wir machen das Spiel neu auf und ziehen nochmal eine Runde rum. No. Ja, oder wir lassen es. Oder wir questen eine Runde rum. Oder wir questen hier nur weiter. Oder machen wir mal eine Runde Quest, oder?
Ja, dann wo fangen wir an? Tötet Miraemon, Hain des Wehklagens. Okay. Darüber. Ah, das machen wir eine Runde, ein bisschen Monster klatschen machen. Ja, Nochmal in normales. zwei Level machen. Du weißt nicht, wie lange du. Ah, ich muss mal gucken. Tötet Gegner im Hain des Wehklagens. 100 Viecher töten und Miraemon töten. Naja, das geht ja fix. Ja, easy. Kann man glatt getrennt laufen, wenn sie hier nicht schon ist. Hau ab, die explodieren, ne? Ein bisschen aufpassen bloß. Ich weiß, aber passiert gar nichts bei mir. Gut, ich wusste nicht, ob dir bei dir noch was passiert, weil bei mir passiert auch nichts. So, wir Ja, haben gleich absolut. die 100 Viecher. Ja, wir sind an der ersten Ecke. Ja. Oh, da vorne ist was. Im Wo ist was? Mid-Barrier. Turask, okay. Wir machen den einfach mal kaputt. Ich komm rein. Ja, ist ja gleich down, der Junge. Ach nee, das war ein anderer. Trotzdem gleich down. Was sind das für kleine Hämmer hier, die hier durch die Gegend fliegen? Ist das von dir? Nee. Das kommt von mir. Das kommt von dir. Wer weiß, was du hast? Das ist ja irgendwie cool. Ich mal lesen ganz kurz. Ja, schau mal nach. Gut. Warte, ich werde schon mal weiterlaufen, um zu gucken, ob ich Ja, sie ja. irgendwo finde. Ach, ich habe gerade ein. Ich sehe gerade, ich habe ein Paragon-Level sogar gemacht. Gar nicht mitgekriegt. Gerade das wäre was, was ich mitkriegen müsste, weil. Nick. So, ja, gut, haben gefunden. Ach nee, das war bloß, weil meine Hammer so extremst langsam waren durch diese Verlangsamung. Und das Ding ist ja auch, ich habe ja ein Ding drinne, wenn ich eine Kiste öffne. Oh, du hast ihn. Ja, ich hab. Wenn ich eine Kiste öffne, Opfer. kommt Heimsuchung. Das heißt, die Gegner, die fallen übel schnell um. Okay. Ist gleich down. Ja. Oh. Und sie hat mich nochmal weggeschubst. Was eine Schlampe.7,2 Millionen Erfahrung. Das ist nice. Ja. So. Ich glaube, hier hinten gab es so eine. Ja, genau, komm mal hier hinter. Gab's noch eine Kiste Hier oder was? gibt's. Ja, hier gibt's so eine extra Questkiste. Oh ja. Ich mach's auf. Alle töten. Das ist immer so witzig. Ja, manchmal schafft man es in der Zeit gar nicht. Aber hier Oder ist haben wir das es ja zu geschafft? zweit, ist ja jetzt kein Thema. Ja. Sammelwut-Invasion. So, gehen wir zum nächsten Quest, ne? Ja. Ich mal oben. Die schweren Wälder. Ja, und los geht's. Da schaffen wir bestimmt noch ein oder zwei Level, wenn wir so durchziehen hier. So, was mit. Ach, cool. Ist gleich hier. Aber hier ist auch gleich ein goldener. Aber gut, der macht ja hier nichts. Das ist ja. Ist ja langsam Pillepalle hier.
Gut, jetzt ist er gleich down. Hey, oh, er hat mich weggeschubst. So, warte, ich will mal kurz. Oh, ein Schild bekommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah ja, das ist so easy. So, jetzt kommen ja gleich ganz sinnlos Viecher. Ja. Boah, Flächenschaden und die Dornen hat es gemacht. So, das hier ist sozusagen der Endgegner. Oh, was? Kein Platz mehr im Inventar oder was? Wollte ich sagen, erstmal die Stadt. Hochland. Muss erstmal Stadt, mein Lager ist voll. Okay. Ey, Server wird in 16 Minuten heruntergefahren. Oh. Schaffen wir noch, oder? Wie viel sind es noch? Oh, drei noch. Ah, schaffen wir bestimmt nie. Oh, ich hab letztens immer gut schnell geschafft. Dann fang du am besten schon mal an. Ich tue ja mal ganz schnell Crap verkaufen. Ich tue schnell eure Diamanten aus das Lager legen. Ah, jetzt habe ich mir jetzt Z-Gegenstand verkauft, anstatt zu zerlegen. Oh Mann. Jetzt habe ich das Falsche verkauft. Oh. Gut. So, was hast du jetzt gesagt? Was machen wir? Nördliches Hochland. Genau. Wir laufen in zwei verschiedenen Richtungen und suchen den Punkt einfach. Ganz schnell. Ich glaube, das war hier unten. Ach nee, warte. Hochland höher. Ja, hä, nee. Bei mir gibt's auch eine Quest. Bei mir auch, die sterben alle ganz schnell, weil ich eine Kiste aufgemacht habe. Welche Quest ist denn bei dir? Bei mir ist kein Quest. Du bist aber noch, du bist ja ein anderes Gebiet, wa? Achso, ich bin im südlichen Hochland. Ja. Oh, hier ist eine Kiste. Warte, ich bin gleich bei dir. Trickse, ich habe Heimsuchung gemacht. Einundfünfzig. Sehr schön. Das ist ein Champion hier.
Das war knapp. Hä, wieso haben wir denn jetzt was fertig gekriegt? Weil ich die Truhe gemacht habe. Ach so, die Truhe. Legendary. Ah, okay. Echt jetzt? Ja, ich habe ein Legendary bekommen. Okay, ich nicht. So, dann lass schnell die Hochlandhöhe. Ach, Mist, ich habe mich wieder verlesen. Wir suchen ja nicht die Hochlandhöhe, sondern die Hochlandhöhle. Genau. Oh Mann, wie das letzte Mal. Dann ist sie nämlich rein theoretisch rechts. Ja, müsste es eigentlich auch sein. Total praktisch, durch meine Schuhe kann ich einfach durch Monster durchlaufen. Na, ich kann mich eh durchwurbeln. Ah, ich brauch dich. Ja, ja, ich bin unterwegs. So. So schön, wenn du mir sagst, du brauchst mich. Ja. Ah. Hau doch nicht ab. Ja. So, 47. Mal schnell skillen. Defensiv. Oh ja, defensiv ist immer gut. Hä, wo sollen die sein? Achso, kann sein, dass wir da oben lang können. Ja. Dann muss er oben sein. Das ist der einzige Weg, der noch geht. Ach, schaffen wir nicht mehr bis zur Zeitabschaltung. Nee. Hast du? Ja. Oh, jetzt noch eine Kiste. Wollen wir die noch machen? Weil, falls wir die anderen Quests nicht schaffen, haben wir wenigstens die Kiste. Ja. Warte. Hast du schon aufgemacht? Nee, jetzt. Müssen alle Gegner töten. So, da steht die Dings. Höhle rein. Was hilft Rieke denn? Findet Rieke. Ach ja, Riekes Bruder. Oh, das hat er schon mal gemacht. So, 10 Minuten, das müssten wir schaffen noch. Ja, hier. Oder auch nie. Müssen wir halt ein bisschen durchrennen hier. Renn du schon mal durch, ich. Soll ich bis durchrennen und du ziehst nach? Ja, ich tu nur mal abwechseln. Der gerade kloppt und der andere rennt weiter. Gut. Mach mal das so. Oh, Champions, ja. Ihr braucht deine Hilfe. Ja, warte, ich komme. Den einen kann ich auch noch mitbringen. Ah, jetzt gleich Mist, eisig wir haben Champions hier ohne. Ja, die sind fies, ey. Erdbeben ready, Erdbeben kommen. Oh, 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 oh. Fast gestorben. Wow. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. Aber geschafft ist geschafft. Ja. Ja, das Hochheilen an so Monster ist halt episch. Nee, da ist er nicht. 3 Minuten. Hier ist er. So, jetzt verwandelt er sich gleich. Ja, es geht ja schnell.
Oh, ich brauche mal mehr Zorn. Bin. Oh, gehen wir auf Base, oder? Ja. Wobei, wie lange haben wir noch? Hier gibt es noch eine Truhe. Ja, dann lass mal die Truhe suchen. Weil großartig viel mehr schaffen tun wir eh nicht. Daher können wir uns noch die Truhe holen und dann ist das gut. Ah, falsche Seite. Ist dann noch 7 Minuten. Minuten. Ja. Dann sollten wir die Truhe finden und dann wird das Stream auch beendet und dann. Ey, hier ist sie nicht? Na, dann ist die auf der anderen Seite, ja. Du kämpfst, ich lauf. Die ist auf der anderen Seite, wenn wir zurückgehen. Schnell wird das Vieh. Ich guck schnell hier. Toll ist ja, wenn ich, sobald ich die Kiste öpfe, kriegen die alle, sind die alle Heimsuchung. Sie sterben übel schnell. Ja. Sag Bescheid, wenn du ihn hast. Ja, ja, ich auch. Hab sie. Gut, warte auf mich. Ja. Heimsuchung geht los. So, holst du. Ach Gott, bei mir hat es gerade mal insgesamt 1000 Gold gedroppt. Na, bei mir auch 1000 Gold und ein Smaragd. Ne, gar nicht weiter. Gut, also, dann. Die andere Seite. Na, ich gehe noch die andere Seite, manchmal mal Glück. Nein. Hm. Was hier oben noch ist. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ja, so eine meinte ich. Mach ich mal auf. Ja, bringt genauso nichts. 14.000 Gold. Bei mir hat es 1.400 gemacht. So, dann auf T und dann gehen wir in die Stadt zurück. Ja, ich tun Crap noch verchecken und so und dann. War es das, weil sowieso gleich ja. Vorbei ist hier mit dem Server. Handwerker, bim. Ah, toll. Weg. Ja, ich dachte, ich krieg was Cooles, was krieg ich? Schmiedeplan. Legendary. Das ist, die finde ich sinnlos, Schmiedepläne. Weil ach, das ist auch in Ordnung, also. Ja, die bringen wir aber meistens immer nicht. Ja, wenn sie nicht springen, ist das doof, das ist richtig. Viel stärkere Sachen hab. Ja, dann ist es doof, dann bringt es wirklich nicht. Makelloser königlicher Topaz. Ich brauche mal 2. So viel Geld habe ich denn jetzt schon? Naja, ich brauche 5 Millionen, dann kann ich mal den Plan für einen Höllenfeuerring kaufen. So, die da rein. Wir können ja auch glatt morgen, wenn wir weiterspielen, mal Nephalem-Portale öffnen. Ich habe so viele Steine. Bedehosen, sinnlos. Guckst du mal dann noch nach, wie viele Nephalem-Steine du hast? Das sind diese Kleen, ne? Fragment eines Portalschlüsselsteins ist das, genau. Viele. Ich habe 25. Oh, ja, so viel habe ich nicht, oder? Na gut, 31. Oh ja, du hast auch schon 31. Ja. Okay. Gut, dann können wir nämlich einfach mal die verbrauchen und Nephalem-Portale machen. Da haben wir es auch ein bisschen mit Anspruch, da können wir auf Qual 2 bleiben. So, dennoch, ich mache es jetzt zu, weil der Server geht jetzt gleich aus. Genau, warte ich. Ich tue gleich die ab 3 verlassen direkt. Ja, ich auch. So, liebe Leute, der Stream ist beendet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüssi! Tschüss!